Erstmal muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment machen, weil so ein Spiel verliert man normalerweise hinten heraus, weil einfach heute ganz, ganz viel gegen uns gelaufen ist. Wir haben uns viel vorgenommen. Wenn ich sehe, was wir investieren, was wir für Torchancen haben, was wir für Situationen kreieren und einfach die Tore nicht machen, dann ist es ganz bitter. Wir müssen uns den Vorwurf machen lassen, dass Engers in einigen Situationen cleverer gewesen ist als wir. Weil Engers war gefühlt permanent am Faulen und wir fliegen vom Platz. Die Elfmetersituation für mich, die pfeifst du nicht immer. Kann man vielleicht pfeifen, aber der Spieler will nur dieses Foul ziehen. Der Kevin guckt nach dem Ball und der Ball ist raus aus dem 16er. So ein Ding musst du nicht pfeifen. Und dann kommt die ein oder andere Situation noch dazu mit dem Tor von Henk, was abgepfiffen wird. Das Abseitstor, was von einem bloßen Auge zu sehen war, dass Sven König aus der Tiefe kommt und der Amberg eventuell im Abseits ist. Und der Schiri pfeift das ab. Gelb-rote Karte, spielt alles gegen dich. Hauen trotzdem alles raus. Engers hat viel Ballbesitz, aber ich habe im ganzen Spiel 2 Torchancen von Engers gesehen und nehmen damit einen Punkt mit. Und wir haben selbst in Unterzahl versucht, nochmal Kontersituationen zu kreieren, haben nach vorne gespielt, alles reingeworfen. Und aktuell ist es halt schwierig mit der Personalsituation, dass du nicht vielleicht so nachlegen kannst, wie du möchtest. Damit haben ganz viele Mannschaften zu tun, das weiß ich. Aber was einfach heute dazu kommt, ist schon, ich fühle mich schon benachteiligt vom Schiedsrichter gespannt. Ich erwähne das selten in Pressekonferenzen, aber was heute abgelaufen ist, wie wir reden müssen. Ja, das ist dann, deswegen bin ich enttäuscht, ja, weil wir nur 1-1 spielen, aber überhaupt nicht wütend auf die Jungs, weil ich gesehen habe, dass die um jeden Ball gekämpft haben und auch diesen Sieg haben wollten. Ja, ich würde sagen, eine ereignisreiche Woche geht vorbei, also auch ganz klar für uns. Wenn du nach dem Mittwoch spielst, wo wir, glaube ich, auch beide Mannschaften ziemlich verausgabt haben, alles reingehauen haben, dann ins Moseltalstadion fährst und, und siehst, dass hier schon so mancher, sage ich mal, vergewaltigt worden ist, weißt du schon, was hier auf dich zukommt. Und genauso mit der Mentalität sind wir heute auch hier hin. Wir haben gesagt, ab der ersten Minute, wir müssen uns wehren, wir müssen das dagegen machen, weil wir uns auch gedacht haben, dass da auf jeden Fall auch eine Portion noch Wut vom Mittwoch mit dabei sein wird, wie es nach so einem Pokalspiel halt ist. Sind eigentlich ganz ordentlich in die Partie reingekommen. Haben dann durch den Standard dann das 1-0 gekriegt und dann war eine Phase, wo wir halt dann auch wirklich gewackelt haben. Hatten dann, glaube ich, 1 oder 2 Tore, die jetzt vom Schiedsrichter abgepfiffen worden sind. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Mag sein, dass vielleicht das eine nicht abseits war oder nicht. Fakt war, was dann für uns, oder ich nenne es mal das Glück des Tüchtigen, war einfach die gelb-rote Karte, die, glaube ich, dann nochmal ein Schlüssel für uns war. Wo dann im Prinzip sich das Spiel dann dahingehend entschieden hat, dass wir auf jeden Fall mehr Druck ausüben konnten und auch besser dagegen halten. Ich denke, die gelbe Karte im Vorfeld war genau wie bei unserem Kapitän. Kann man sehen, wie man will. Die Jungs mussten ja noch zumindest irgendwie noch zur Seite gehen. Vielleicht meiner sogar noch ein bisschen länger geblieben ist. Ja, und dann die gelb-rote finde ich schon korrekt. Da geht er vielleicht ein bisschen ungestüm rein, ein bisschen zu riskant. Nichtsdestotrotz für uns einfach wichtig und dann haben wir es. Dann war es auch ein offenes Spiel. Sie hatten immer ihre Kontermöglichkeiten, Standards wussten wir. Wir hatten mehr Ballbesitz. Haben wir noch den Elfmeter bekommen, wo ich schon denke, dass es ein Elfmeter war, definitiv, weil vielleicht auch deine Situation gar nicht nötig, aber trotzdem, den Elfmeter nehmen wir halt auch mit, ja, und haben es dann eigentlich phasenweise auch ganz ordentlich gemacht, nur im letzten Drittel haben wir halt nicht so den Punch entwickelt, wie ich es gerne hätte, aber nichtsdestotrotz, ich muss einfach ein Riesenkompliment an meiner Mannschaft heute zugestehen, was die Jungs jetzt auch in den 2 Spielen gegen Eintracht Trier, die ja wirklich auch momentan einen sehr, sehr guten Lauf haben, was sie da geliefert haben mit Kampf und ich glaube, das weiß der Jupp auch auf beiden Seiten im Moment, alle haben ein Riesenprogramm hinter sich mit viel Verletzten etc. und deswegen hat meine Mannschaft das die Woche einfach brutal gemacht und ist mir jetzt auch egal, ob das heißt, wir haben super gespielt oder nicht, weil ich einfach sagen muss, die Mentalität hat gestimmt, wer weiß, was der Punkt für uns nachher noch wert ist und wir sind im Pokal-Halbfinale noch und haben uns halt wirklich da reingehauen die Woche und deswegen kann ich nur sagen, ein Riesenkompliment und Eintracht Trier wünsche ich alles Gute, ich hoffe, dass ihr es dieses Jahr schafft, in die Regionalliga aufzusteigen mit dem ganzen Drumherum etc., habt das doch einfach verdient und ja,
dann bedanke ich mich. Ja.